Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Im letzten Part haben wir wieder mal bei einem Rätsel einen Fehler gemacht, weil ich nämlich offenbar nicht bis 6 zählen kann. Ja, ja. Und das war noch nicht mal das Spektakulärste im letzten Part, denn uns wollte auch ein Riesenrad umbringen oder so. Das kann man jetzt mal kurz hier durchlesen. Stille im Vergnügungspark, erstmal Stille zumindest, die Ruhe vor dem Sturm. Die Stille im Park war fast schon unnatürlich. Es ist schwer zu glauben, dass dies je ein Ort der Erholung und des Frohsinns war. Alle Anlagen sind verlassen oder, wie im Falle einer kleinen Hütte, fest verschlossen. Falls es hier irgendwelche Hinweise geben sollte, haben wir sie noch nicht gefunden. Ich denke jedoch, dass wir uns das Riesenrad genauer ansehen sollten. Um ein Haar. Luke und ich nahmen das Riesenrad genauer in Augenschein, doch wir entdeckten keinerlei Hinweise. Plötzlich löste es sich aus seiner Halterung und verfolgte uns quer durch den Park. Wir kamen zum Glück mit ein paar Kratzern davon, doch die kleine Hütte im Norden wurde völlig zerstört. Nun sehen wir zumindest, was sich darunter befindet. Ob dieser Tunnel in den Turm führt? Das wollen wir jetzt auf jeden Fall herausfinden. Mal gucken, das haben wir jetzt nämlich gerade. Da haben wir uns im letzten Part noch nicht umgesehen, das machen wir also jetzt. So, und erstmal Robby zeigt mir an, dass hier etwas ist. Vielen Dank. Ich will mir aber erstmal den Eimer hier angucken, weil das ist nämlich gleich die nächste. Sehr gut. Nach oben zurück kann ich auch wieder. Wir haben aber ansonsten keinen anderen Weg. Also es führt ansonsten nirgendwo der Weg hin. Und was natürlich auffällig ist, ist diese komische Gravur da hinten in der Wand, die ich gerade umkreise, so ein bisschen. Die werde ich mir erst am Ende natürlich angucken, weil die, wie gesagt, am auffälligsten ist. Ich will erstmal schauen, ob ich hier ansonsten noch irgendwas anderes auch finden kann. Vielleicht ein verstecktes Rätsel oder sowas. Obwohl da vielleicht sogar auch ein Rätsel sein könnte, bei dieser Wandgravur. Keine Ahnung. Ja, ich meine, es ist bestimmt noch irgendwo hier in dieser Steinwand irgendwo eine Hinweismünze, aber die jetzt zu finden, da so zwischen den Steinen, das ist ja schwierig, weil ich da bestimmt wieder mega genau hinklicken muss. Okay, da ist sie. Alles da. Und das dürfte dann soweit passen erstmal. Gut, dann klicken wir das an. Ja, das sieht richtig aus. Was ist das? Sehen Sie mal, hier ist eine Art Steintafel in die Wand eingelassen. Das ist ganz offensichtlich ein Rätsel. Vermutlich weist uns die Lösung in die richtige Richtung. Okay, sehr schön. Ein Story-Rätsel. Rätsel 89, wo geht's lang für 30 Pikarat? Okay, sieht ziemlich kompliziert sogar aus. Du gehst einen Weg entlang, der sich vor dem Schild gabelt, das unten dargestellt ist. Dein Gefühl sagt dir, dass das Schild dir die Richtung anzeigt, die du einschlagen sollst. Suche auf dem Schild einen Pfeil wie den, der rechts unten neben dem Schild in gelb dargestellt wird. Ach, okay, sowas ähnliches wie das mit dem Sternrätsel damals. Hast du ihn gefunden, zeichne seine Umrisse mit dem Touchpen nach, so genau du kannst. Behalte im Hinterkopf, dass der Pfeil, den du suchst, nicht unbedingt dieselbe Größe haben muss wie das Beispiel. Okay, das war damals bei dem Sternrätsel anders. Da war nämlich der Stern genauso groß wie auch in der Vorgabe, aber hier kann der Pfeil durchaus größer sein. Aber die Form an sich, die muss, glaube ich, schon gleich behalten werden. Aber er kann natürlich auch gedreht sein, das ist ja klar. Das ist ja der Sinn davon, dass er auch gedreht sein kann, da er mir eben halt die Richtung anzeigen soll. Okay. So. Wo kann ich jetzt hier irgendwo einen Pfeil finden? Ja. Das ist auf jeden Fall auch nicht so ganz einfach. Aber das kriegen wir schon hin. Ich meine zum Beispiel, das hier könnte so ein bisschen einer sein. Der hier. Aber das ist kein richtig schöner Pfeil, muss ich ehrlich zugeben. Weil in der Vorgabe ist es ja wirklich ein total schöner und auch symmetrischer Pfeil. Und den ich gerade angezeigt habe, der war so gar nicht symmetrisch und der war ziemlich hässlich. Deswegen, das muss schon wahrscheinlich ein schönerer Pfeil sein, würde ich jetzt mal schätzen. So. Was, wenn ich mal das hier als Grundlage nehme? Das Ding hier. Quatsch, ich muss ja nach innen dann gehen. Nee, das kann eigentlich auch nicht sein. Ich muss ja erst mit den Linien so ein bisschen hier so weggehen und dann wieder nach innen zurück. Was denn, wenn ich... Nee, das geht auch nicht. Ja, ist nicht so einfach, den hier zu finden. Ich versuche auch schon gerade ein bisschen meinen 3DS immer so ein bisschen hin und her zu drehen. Dass ich eventuell dann so den Pfeil, der hier irgendwo versteckt sein muss, dass ich den dann leichter erkennen kann. Hat mir aber bisher auch noch nicht arg viel geholfen, ehrlich gesagt. Aber bei sowas bin ich auch immer kein so ganz großes Talent, wenn es darum geht, hier solche Sachen irgendwo zu finden. Das kann ich meistens auch nicht ganz so gut. Ja, ich drehe mir hier irgendwie einen Wolf, aber ich werde irgendwie nicht so recht fündig. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass der Pfeil relativ groß dargestellt sein muss. Würde ich jetzt mal so vermuten. Das würde auf jeden Fall am meisten Sinn machen. Wenn der relativ groß dargestellt sein würde. Und wahrscheinlich ist es so total offensichtlich wieder mal. Aber es ist halt so ein doofes Rätsel, wo man es einfach nicht so gut erkennen kann. Da würde ich eigentlich fast wetten, dass es eigentlich total offensichtlich ist. Und ich jetzt aber halt zu doof bin, um den halt jetzt wirklich dann auch gut erkennen zu können. Den Pfeil.
Wenn ich mir mal wirklich vorstellen will, dass der wirklich so ganz, 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 ganz groß ist. Also was natürlich auch noch sein kann, ist, dass der so diagonal ist. Ich hab jetzt nur mal geschaut, dass der nach links, oben, unten oder rechts zeigt. Aber was ist denn, wenn ich zum Beispiel das hier irgendwie so als Pfeil nehme? Ja, okay, ich muss an einem Stück zeichnen. Das ist ja doof. Ja, ich meine, das geht auch nicht ganz, aber so in der Art. Also, wenn ihr halt versteht, hier sowas wollte ich jetzt gerade einzeichnen. Hier so ungefähr. Oder nochmal genauer, hier sowas. So irgendwie. Das war jetzt auch noch kein schöner Pfeil, nicht der, den wir suchen. Aber es kann durchaus sein, dass der da so diagonal irgendwie drin liegt. Das ist durchaus denkbar. Wenn ich das mal annehme, dass der hier so wirklich diagonal drin liegt. Ja, ist aber irgendwie trotzdem immer noch doof, finde ich. Also, ja. Das ist nicht einfach. Auf jeden Fall. Oder vielleicht ist es auch doch total einfach und ich bin einfach nur, wie gesagt, total doof. Das ist auch möglich. Ich glaube, ich werde sogar gleich einen Tipp benutzen müssen, weil ich jetzt eigentlich keine Lust habe, hier jetzt ewig lang zu hängen an diesem doofen Rätsel. Obwohl es ja jetzt eigentlich nicht so mega schwierig sein kann. Das ärgert mich schon ein bisschen, dass es nicht so schwierig sein kann eigentlich. Habe ich den Eindruck. Und ich bin mir auch sicher, dass sobald wir den Pfeil erkennen, dass es dann wirklich mega total offensichtlich ist und ich mich total ärgere, dass ich den nicht selber gefunden habe, weil es dann wirklich total easy wird. Aber jetzt aktuell bin ich halt zu blind, um jetzt wirklich halt geschickt irgendwo erkennen zu können. Deswegen ich dann jetzt, glaube ich, echt einen Tipp dann gleich benutzen werde. Weil hier jetzt, wie gesagt, so lange zu sitzen, das hat ja auch keinen Sinn. Ich will noch ein kleines bisschen gucken, weil ich jetzt nicht so schnell aufgeben will. Das ist halt auch irgendwie schon ein bisschen blöd. Was mich auch ärgert, ist halt, dass zum Beispiel diese Linie hier, die hier, die geht ja ganz gerade waagerecht nach unten. Und auch die hier. Und auch die hier. Aber die hier nicht mehr, die ist so ein bisschen schief. Und die auch. Bei den horizontalen Linien, da gehen alle geradeaus entlang, ohne dass sie irgendwie schief sind. Aber die hier, also ich kann nicht schön zeichnen, die hier und die hier, die sind schief. Warum sind die schief? Das muss eigentlich fast einen Grund haben. Sind dann doch die bei dem Pfeil mit dran? Oder wie? Ich weiß nicht genau. Was mich schon auch ärgert, ist, dass zum Beispiel, ja, dass halt wirklich diese Linie hier und diese hier, dass sie halt wirklich hier ganz gerade einfallen. Also ich versuche ständig hier irgendwo einen Pfeil zu entdecken. Aber dafür bin ich auch zu blöd irgendwie. Weil ich da nämlich auch halt nichts finde, was da tatsächlich funktionieren könnte. Nee, das kann eigentlich alles nicht sein. Wenn ich das hier so mache. So irgendwie. Aber das sieht jetzt halt ganz, ganz anders aus als in der Vorlage. Deswegen kann es eigentlich auch nicht sein. Ich muss einen Tipp benutzen, weil ich hier zu doof bin. Sorry. Und weil ich nochmal irgendwann auch Fortschritt haben will. Da ist keine andere Wahl, als das Schild lange und gründlich nach der Lösung abzusuchen. Ein Weg kann sich nur nach rechts oder und links gabeln. Also zeigt der Pfeil, den du suchst, wahrscheinlich nicht nach oben, wie das Beispiel, sondern zur Seite. Achso, okay. Okay, das ist schon mal ein ziemlich guter Tipp auf jeden Fall. Der Pfeil muss nach links oder nach rechts zeigen. Doch, das ist sogar ein sehr guter Tipp eigentlich. Ich meine, was meine Vermutung halt auch ist, ist, dass die Spitze des Pfeils, also dieser Punkt hier beim Pfeil, dass der auch hier in der Mitte ist. Das würde ja meistens Sinn machen, weil eben dort sich auch die ganzen Punkte treffen. Aber vielleicht weiß das Spiel das und will mich gerade deswegen da reinlegen und das ist gar nicht so. Das kann schon auch sein. Keine Ahnung. Ich meine, was ich ja schon von Anfang an einzeichnen wollte, ist ja, oder halt auch habe, ist ja der hier. Aber der ist nicht schön. Das ist kein richtig schöner Pfeil. Weil nämlich der Winkel da anders ist, weil die Linie, die hier nämlich nach unten geht, das ist ein etwas flacherer Winkel als bei der Linie, der hier nach oben geht. Und der Pfeil in der Vorgabe, da ist aber dieser Winkel hier und der Winkel hier, der ist exakt gleich. Und deswegen kann das hier eigentlich nicht der gesuchte Pfeil sein, oder? Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Ich brauche noch einen Tipp. Sorry. Der versteckte Pfeil ist etwas größer als das Beispiel. Etwas größer nur, okay. Nicht viel größer. Etwas. Ach so, ach, da ist er. Jetzt sehe ich ihn. Das hier ist er. Das ist nämlich ein schöner Pfeil, der genauso aussieht wie der in der Vorgabe, nur größer. Da ist nämlich auch der Winkel, passt da exakt. Deswegen, ja, das ist er dann. Okay.
Ja, das ist jetzt nämlich tatsächlich dann so ein bisschen der Trick bei dem Rätsel gewesen, weil ich habe halt wirklich nur mich hier drauf spezialisiert quasi und nur geguckt, dass halt die Spitze vom Pfeil hier irgendwo ist. Und genau das ist aber der Fehler, weil wenn man nämlich darauf achtet, da wird man es nicht finden, weil man eben da ein bisschen auch drüber hinausschauen muss. Und das habe ich nicht getan. Deswegen habe ich es dann eben nicht finden können. Okay. Aber das hier ist er dann. Gut. Das nehmen wir. That should do it. Okay. Another puzzle solved. Puh, das waren sogar echt fies. Gut gemacht. Nun weißt du, wo du lang gehen musst. Okay. Nach links nämlich. Da haben wir die Antwort. Wir müssen den linken Gang nehmen. Verstanden, Professor. Eine filigrane Teekanne. Ja, Layton liebt ja Tee so sehr, deswegen der kommt mal zu Layton. Obwohl Luke, glaube ich, schon Tee auch mag, oder? Mag Luke Tee? Glaub schon eigentlich. Keine Ahnung. genau, nach links. Aber ich würde auch eigentlich gerne nach rechts gehen wollen und gucken, was da ist. Aber wir müssen nach links gehen. Machen wir das halt. So. Und ich kann wieder zurückgehen. Aber ansonsten erstmal nicht weiter. Deswegen, wenn ich da vorne nach da hinklicke, werde ich da bestimmt wieder dann ein Rätsel finden. Das ich dann wieder lösen muss vielleicht oder so. Oder halt, irgendwas anderes. Vielleicht ist das auch verschlossen, die Tür da vorne. Und wir müssen dann zurückgehen. Das kann schon auch sein, keine Ahnung. Okay, da war noch eine. Ich meine, hier ist natürlich eine riesengroße Felsmauer. Deswegen, da ist vielleicht sogar nochmal eine. Oder vielleicht auch hier im Schlamm. Oder hier unten auf dem Boden. Hier noch, okay. Alles klar. Dann soll es erstmal soweit passen, halbwegs. Gut, dann klicken wir das an. Und finden dort vielleicht noch ein Rätsel. Mal gucken. Sehen Sie mal, Professor. Da ist eine seltsame Vorrichtung an der Tür. Das scheint eine Art Rätsel zu sein. Sicher öffnet sich die Tür erst, wenn wir es geknackt haben. Es ist fast so, als würde man uns auf die Probe stellen. Schon irgendwie, ja. Nämlich mit Rätsel 90, raus mit der Kugel 2, oh Gott, für 50 Pikarat. Okay, aber wir haben erst die dritte Variation davon schon gelöst, für 60 oder 80 oder so Pikarat oder sowas sogar. Nee, ich glaube 60 waren es. Oder waren es sogar 80, ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Und da haben wir zwar ein bisschen gebraucht, aber wir haben es noch lösen können im Endeffekt, deswegen das dürfte jetzt schneller gehen, hoffe ich zumindest. Kannst du die rote Kugel aus dem Labyrinth bugsieren? Schiebe die Klötze, die im Weg sind, beiseite, um der Kugel einen Durchgang zu bahnen. Dieses Rätsel ist in nur 14 Zügen lösbar. Das andere war ja in 20 Zügen lösbar. Ich habe trotzdem 500 oder sowas gebraucht. Und auch hier werde ich mehr als 14 brauchen. Das ist klar. Aber mal gucken, wie viele es letztendlich werden. So, ich muss erstmal hier ein bisschen was hin und her schieben. Um gleich ein bisschen Platz zu machen. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Mal dann den hier rein vielleicht. Und mal hier so und so. Das sieht schon mal recht gut aus, was ich hier mache, finde ich. Dann machen wir jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr Platz. Hier so nämlich. Ja. Und hier so. Jetzt wird es aber dann ein bisschen eng. Vielleicht muss ich mir ein bisschen mehr einfallen lassen. Ich würde ganz gerne mal den Lidern, den ich jetzt da nach unten gepackt habe, den würde ich mal gerne da rausbringen und hier hinpacken. Das ist nämlich besser, genau. Weil der jetzt dann nämlich nicht im Weg ist. Und wir sind sogar wirklich schon von der Lösung. Das geht jetzt gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Ich muss noch jetzt den letzten Rest noch hinkriegen. Wenn ich mal dich hier reinpacke, vielleicht. Aha. Noch nicht ganz. Doch, ich hab's. So nämlich. Und so und so. Yay, sehr schön. Perfekt. Okay. Das lief jetzt deutlich, deutlich besser als dann die Version 3, wo ich wirklich ewig lang gehangen bin. Ich weiß auch nicht genau, warum ich bei Version 3 so viele Probleme hatte, weil die war auch gar nicht mal so unendlich schwierig im Endeffekt eigentlich, weil das war jetzt auch nicht so schwer, das ging eigentlich. Also echt machbar eigentlich. Fantastisch. Das ist leichter, als es aussieht, nicht wahr? Wenn du es nicht bereits geschafft hast, warum versuchst du nicht, das Rätsel in so wenigen Zügen wie möglich zu lösen? Nee, ich bin da mit 50 oder was ich jetzt halte zufrieden. Das ist gar nicht mal so viel mehr wie 14, deswegen ich bin da echt zufrieden eigentlich. So sollte es klappen. Okay, und ein Gemäldestück. Wie viele Gemälde haben wir jetzt eigentlich schon? Muss man gleich, oder Stücke, muss man gleich nachgucken. Wir haben doch schon einige jetzt, glaube ich. Okay, wir dürfen durchgehen. Ja, lass mal ganz kurz gucken, wie viele wir jetzt eigentlich haben. Oder anders gesagt, wie viele uns noch fehlen. Ah, eins nur noch. Siehst du mal, okay. Dann, wenn wir das nächste und das letzte dann eben noch bekommen werden, dann können wir sogar schon mit der Puzzlei dann irgendwann mal anfangen. Weil das macht halt, wie gesagt, erst dann Sinn, wenn wir halt alle haben. Aber dann können wir dann mal damit sogar anfangen. Ich werde es leider auch ein bisschen brauchen. Ich werde da vielleicht sogar einen halben Part oder sowas brauchen für das Puzzle-Rätsel da, weil ich kein so Meister-Puzzler bin. Aber mal gucken. Na sowas, ein Zimmer hätte ich hier unten als letztes erwartet. Sehen wir uns das mal genauer an. Irgendwas stimmt hier nicht. Das sagt mir meine Intuition. Aber deine Intuition lag ja davor auch schon falsch, weil du hast ja vermutet, dass wir beim Riesenrad irgendwas Tolles finden werden. Und naja, ob ich das jetzt als toll bezeichnen würde, dass es euch umbringen wollte, weiß ich jetzt weniger. Aua, heiß, heiß! Aua! Warum fasse ich mal wieder rein?
Okay, ich hör auf. Okay, alles klar, Luke. Ist wahrscheinlich besser. So, eine Milchkanne. Eine normale Wanne. Okay. Das sind ein paar kleine Gemälde. Ja, die Frage ist wieder mal, wo ich hinklicken muss, damit es weitergeht. Bei einem von den Schränken vielleicht oder sowas. Ich weiß aber nicht genau. Hinweismünzen, das sieht ja bisher sehr schlecht aus in dieser Hinsicht. Habe ich irgendwie jetzt noch nicht viel gefunden. Ehrlich gesagt, genauer gesagt noch gar keine. Vielleicht ist hier auch keine, das kann schon auch sein. Keine Ahnung. Ne, hier ist eine, okay. Ja, die sind irgendwie sehr schwierig hier versteckt. Dann werde ich es vielleicht erstmal sein lassen und erstmal jetzt noch mich ein bisschen genauer hier umgucken. Okay, da muss ich hinklicken. Hinter diesem Bild ist etwas versteckt. Gut, dann wollen wir es doch einmal zur Seite schieben. Was ist das denn? Es scheint sich um eine Art Schlüssel zu handeln. Aber was sperrt man damit auf? Das wissen wir erst, wenn wir ihn genauer unter die Lupe nehmen. Die Form wirkt sehr vertraut. Professor, könnte das gar... Es sieht genauso aus wie... der Turm. Die Sackgasse vor dem Turm kam mir sofort verdächtig vor. Vielleicht hilft uns der Schlüssel dort weiter. Luke, wir müssen wieder zurück zu der hohen Mauer im Norden von St. Mystère. Ich habe das Gefühl, dort wartet mehr auf uns als eine belanglose Sackgasse. Okay. Ein weiteres und damit auch übrigens letztes Geheimnis, das wir jetzt noch, noch nicht lösen konnten, aber das sind wir schon mal, wo wir uns schon mal Gedanken drum machen können. Aber erstmal Kapitel 7 haben wir soweit abgeschlossen. Gut, und ich möchte nicht speichern, weil ich darf nämlich gar nicht. War es ansonsten nicht so? Oder war es so, dass ich am Anfang alles Kapitel speichern durfte? Ich durfte ansonsten noch am Ende immer speichern, oder? Ach, keine Ahnung. Wir können es mal kurz das Geheimnis schnell angucken, meinetwegen. So, das letzte eben auch schon. Der Turmschlüssel. Tief im Untergrund am Rande des Dorfes fanden Luke und der Professor einen ungewöhnlichen Schlüssel in Form des Turmes von St. Mystère. Obwohl kaum Zweifel bestehen, dass der Schlüssel etwas mit dem Turm in der Dorfmitte zu tun hat, weiß niemand, wo sich das zugehörige Schlüsselloch befindet und welche Pforte genau der Schlüssel öffnet. Das werden wir hoffentlich noch klären können, aber erst möchte ich noch gucken, ob wir hier ansonsten noch irgendwas finden können. In diesem Raum hier, da ich mir ja bisher noch nicht so gründlich umgesehen habe. Hier gibt es nichts weiter zu sehen. Ganz sicher. Mal gucken. Was hier? Eine seltsame Vase. Alle Blumen daran sind verwelkt. Okay. Hier sind Schubladen. Und hier ist noch der Schrank hier, der rechte. Hier. Okay, hier bei diesem Bild ist was. Sehen Sie mal, wie alt das Bild ist. Oh, das erinnert mich an ein gutes Rätsel. Wollen Sie es hören? Okay, Bilder über alte... Oder andersrum, Rätsel über alte Bilder, oder wie? Keine Ahnung. Rätsel 91, das fehlende Stück für 40 Pikarat. Oh Gott, was hat das mit alten Bildern zu tun? Keine Ahnung. Die unten dargestellte Figur besteht aus einem Muster, aus welchem ein Teil entfernt wurde. Welches der Ersatzteile A, B, C und D würde das Muster vervollständigen? Okay. Ja. Ja gut, alles klar. Dürften wir eigentlich hinkriegen. Darf ich malen? Darf ich nicht? Weil ich dann wieder auswählen muss. Okay. Also, wir sehen in der Vorgabe, wo dann eben so ein bisschen was fehlt, da sehen wir, dass die Diagonalen von links oben nach rechts unten, dass die immer gleich verlaufen. Da kommt nämlich erst, kommen die Quadrate, dann die X'e und dann die Kreise. Dann wieder die Quadrate, dann die X'e, dann die Kreise. Dann Quadrate, dann X'e, dann Kreise und so weiter und so fort. Das geht immer so weiter. Und das ist auch schon das spezielle Muster, nachdem wir uns jetzt dann gleich umgucken müssen. So, wir können es am besten auch mit Ausschlussverfahren lösen. Weil A und C passen nämlich in die Form überhaupt gar nicht rein. Die müsste man wieder mal spiegeln, damit sie da überhaupt reinpassen. Aber das geht sowieso gar nicht, dass sie da reinpassen. Deswegen A und C fallen eh schon weg. Das kann gar nicht sein. Okay. Und dann haben wir nur noch B und D und einer von denen ist es halt. Und dann haben wir es auch schon gelöst. So, wir testen mal kurz B. Wenn ich da B einfach so direkt reinsetze, wie es jetzt gerade ist, dann passt es nicht. Weil es muss ja so sein, dass in dieser Form... die wir einsetzen sollen, dass dort bei dem Block ganz links unten, das muss ein Kreis sein. Und das passt zwar noch, ja, das stimmt, aber über dem Block ganz links oben, oder über dem Block ganz links unten in der Form, wo wir einsetzen müssen, da muss ja ein Quadrat sein, damit dann diese Quadratdiagonale weiter fortgesetzt wird. Das passt bei B aber nicht, weil dort dann nämlich ein X kommt. Aber ich glaube trotzdem, dass B richtig ist. Das sehen wir aber gleich noch. Wir machen erstmal D. Wenn wir D mal um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, wenn wir uns das vorstellen, und dann setzen wir das ein, dann passt es nicht, weil wir haben ja herausgefunden, dass in der Form,
bei diesen 8 Blöcken, die fehlen, dass dort bei dem Block ganz links unten, dass das ein Kreis sein muss. Das ist bei D, wenn wir den aber um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, nicht der Fall. Und wenn wir D um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann passt es auch nicht, weil dann nämlich auch wieder mal ein X links unten ist. Also bei D ist immer das X links unten und auch noch einiges anderes stimmt nicht. Deswegen D kann es nicht sein. B ist nämlich schon die Lösung, weil B passt zwar aktuell noch nicht, aber wenn wir B um 180 Grad drehen, dann passt es schon. Weil dann haben wir nämlich immer noch links unten den Kreis und darüber haben wir dann die Quadrate, die dann so diagonal nach unten gehen und darüber wiederum haben wir die X'e und darüber wiederum haben wir dann nochmal einen Kreis. Und das ist dann genau das, was wir auch haben wollten. Deswegen passt dann B, nachdem wir es eben um 180 Grad gedreht haben. Genau. Also nochmal, A und C passen eh schon nicht, weil die in die Form gar nicht erst reinpassen überhaupt. Und D würde zwar reinpassen, aber D passt trotzdem vom Muster her nicht. Und B passt aktuell auch nicht, aber wir drehen es um 180 Grad. Und zu drehen ist ja erlaubt. Spiegeln ist nicht erlaubt, aber drehen ist erlaubt. Und deswegen ist es dann einfach B, würde ich sagen. Nehmen wir. Luke, here's my answer. Und das stimmt. Critical thinking is the key to success. Fantastisch. Eigentlich geht es nur darum, das passende Ersatzteil zu finden. Aber dieses eine unter all den Möglichkeiten auswendig zu machen, ist gar nicht so leicht. Ja, eigentlich ging es. Ich fand das jetzt nicht so schwierig, das Rätsel. Das ging eigentlich in Ordnung. Na sowas, ich hätte nicht gedacht, dass es ganz so leicht ist. Okay. Eine Knochenporzellantasse. Luke, keine Ahnung, was weiß ich. Egal. Können wir später nochmal hier neu immer arrangieren bei den beiden. So, ansonsten ist aber, glaube ich, hier jetzt nichts mehr, oder? Doch, hier ist noch was. Nämlich ja noch eine Hinweismünze, genau. Ich kann mal kurz zurückgehen, weil ich ja, glaube ich, noch eine weitere Hinweismünze da finden muss. Oder noch weitere, noch mehrere vielleicht sogar. Und? Okay. Hier nämlich. Da noch, okay, alles klar. Vielen Dank. Und dann reicht es aber jetzt erstmal, würde ich sagen. Oder ich kann mal noch mal einmal kurz zurückgehen, noch mal schnell, aber ich glaube, da ist jetzt nichts mehr. Nein, meldet sich auf jeden Fall nicht mehr. Der gute Robby. Okay. So, dann hier aber vielleicht nochmal. Ich kann mal kurz warten, ob er sich meldet. Ja, tut er. Hier nämlich. Okay, sehr schön. Und wann ist es auch alle hier? Ich weiß nicht genau. Ich gehe mal nochmal kurz den Weg entlang. Wenn ich mal kurz das austesten will. So, wir warten wieder ganz, ganz kurz, ob er sich meldet. Nein. Okay. Dann dürfte alles passen. So, und hier auch nicht, oder? Doch, hier schon noch. Okay. Nämlich hier. Hier ist auch noch eine. Okay, vielen Dank. Dann werde ich mal kurz diesen Raum nochmal kurz abchecken. Ein weiteres Mal. Ob er sich hier nochmal meldet. Wer weiß? Nein. Okay. Gut, dann ist er wirklich zurück. So, aber vielleicht hier in diesen Räumen sogar, das kann sogar auch sein. Deswegen werde ich mal kurz ein bisschen langsamer zurückgehen und nicht immer sofort entlang laufen, sondern halt ein bisschen abwarten. So, ne, hier ist auch nichts mehr anscheinend. Okay, oder er zeigt es mir halt gerade nicht an, weil er gerade keinen Bock hat, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hier alles ein bisschen sehr zerstört worden durch die Jagd vom Riesenrad, wie wir sehen können. Ja, leider. Das kann mal durchaus sein, dass jetzt dadurch, dass hier alles zerstört ist, dass dadurch jetzt hier neue Rätsel aufgetaucht sind. Das kann ich mir vorstellen. Ich werde mal kurz vielleicht mir schnell diesen Raum hier angucken. Ja, aber so wirklich was finden kann ich hier auch nicht. Und nochmal hier im Rechten ganz, ganz schnell. Ob ich da irgendwas finden kann hier bei der Hütte. Obwohl die sogar noch halbwegs intakt ist. Aber hier ist aber was, okay. Hier nämlich, vielen Dank. Sehr freundlich. Okay. Ja, aber ich glaube, hier ist ansonsten nichts mehr. Nee, es wird schon passen. Okay. Dann wirklich zurück ins Dorf, wo wir ja auch hin sollen. So. Und hier ist auch nichts mehr. Nein. Okay, wo genau soll ich denn zurück ins Dorf? Okay, jetzt. Professor, lassen Sie uns gleich zu der Hohen Mauer gehen. Gut, Luke. Doch vorher schauen wir noch kurz in der Pension vorbei. Ich muss dort noch etwas überprüfen. In der Pension, Professor? Offenbar mag uns jemand nicht. Anders gesagt, jemand hat es auf uns abgesehen. So viel ist sicher. Und um diesen Schurken zu finden, müssen wir in die Pension. Sie haben also schon eine Ahnung, wer dahinter steckt? Ich habe dich neugierig gemacht, nicht wahr? Okay, Layton hat es auch schon verstanden. So irgendwie. Kapitel 8, der ungebetene Gast. Jemand legt dir Steine in den Weg, finde den Störenfried und setze deine Suche fort. Okay, jetzt darf ich speichern, alles klar. Ich dachte, man dürfte immer am Ende eines Kapitels speichern, aber nee, es ist am Anfang eines neuen. Interessant. Auf jeden Fall speichere ich dann hier hin. Okay. So, aber neues Kapitel. Deswegen wieder mal mit den Leuten sprechen. Buh, Ärger macht wirklich Appetit, bin ich vielleicht hungrig. Okay, nichts Besonderes. Und du? Wieso hetzt ihr euch nur so ab? Auch nix. Ich geh nochmal kurz hier rein. Der Gast hatte nichts mehr, aber vielleicht der Crouton.
Rätsel sind für heute leider aus. Okay, schade. Aber hätte trotzdem sein können. Ich gehe mal noch mal kurz sogar in die Kanalisation vielleicht, weil dort eventuell auch wieder neue Leute rumstehen, die Rätsel für mich haben. Ja, nämlich. Ja gut, der ist nicht neu, der stand da damals auch schon im letzten Kapitel rum. Aber kann ja trotzdem sein, dass er jetzt wieder was Neues hat. So, umzugslustig, ihr wollt wohl unbedingt ins Haus neben meinem einziehen, was? Hä, ja, was? Nee, eigentlich eher weniger. Ehrlich gesagt. What the... Okay, da ist das Spiel einfach mal abgestürzt. Das habe ich in einem Professor Layton auch noch nie erlebt. Ich habe mich gerade auch voll erschrocken wegen den blöden Geräuschen, die wir gerade hören konnten. Und klappt's jetzt, wenn ich hier entlang gehen will? Ja, schon, okay. Dann ist das Spiel gerade abgestürzt irgendwie. Okay, ich habe jetzt gerade einfach nochmal neu gestartet. Wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir gerade eben erst vor ein paar Sekunden gespeichert haben, als das neue Kapitel losging, weil ich da jetzt gar nichts Neues mehr machen musste. Weil ansonsten hätte ich eventuell noch 1000 Rätsel nachholen müssen oder so. Aber muss ich jetzt dann so nicht. Und es geht wieder alles. Okay. Etwas komisch, aber na gut. So, hast du vielleicht ein neues Rätsel? Haha, ihr schon wieder. Ihr seid ja zwei komische Käuze, wenn ihr extra wegen mir herkommt. Aber zum Glück für euch habe ich mir ein tolles Rätsel ausgedacht, das ich euch jetzt stellen werde. Okay, das nehme ich gerne an. Hoffentlich ohne Abstürze. Rätsel 92, nämlich Waschtag für 30 Pikarat. Oh Gott, das sieht kompliziert aus. Du musst dir dringend mal das Gesicht waschen, aber die 13 Ventile in den Wasserleitungen sind alle geschlossen. Du wirst einige öffnen müssen, wenn das Wasser wieder fließen soll. Geschlossene Ventile sind mit A gekennzeichnet, offene mit B. Tippe ein Ventil an, um es zu öffnen oder zu schließen. Hier nun die Herausforderung. Lass das Wasser ins Waschbecken fließen, indem du so wenige Ventile wie möglich öffnest. So wenige wie möglich. Okay. Das Wasser kommt von da links unten rein. Und geht dann hier so entlang und ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, über möglichst wenige Ventile, der dann zum Ziel führt. Okay. Ich gebe mal mein Bestes. So, also wir haben ja, Zeilen darf ich nicht leider, aber ich kann halt die Ventile halt an- und ausmachen. Okay. Was ist nochmal? A ist geschlossen, oder A ist geschlossen, genau. Also wir können ja erstmal sehen, dass wir am Anfang gleich mal nach links oder rechts gehen können. Wenn ich nach links gehe, muss ich diese beiden Ventile aufmachen und komme dann hier bei der Kreuzung raus. Wenn ich nach rechts gehe, muss ich das hier aufmachen und dann das. Und ja, das danach nicht unbedingt, weil ich kann ja danach dann auch irgendwo anders entlang gehen. Das ist nämlich sogar besser. Weil ich kann zum Beispiel sowas hier machen. Das will zum Beispiel gehen. Weil wenn dann nicht das Wasser halt in der Leitung da am Anfang bei der ersten Kreuzung, bei den ersten beiden Ventilen so nach rechts geht und dann nochmal nach rechts und dann diesen langen Weg da links rum entlang geht, dann muss ich nur noch diese eine Ventil da öffnen und dann bin ich schon am Ziel. Also mit diesen drei Ventilen geht es. Da kommt dann das Wasser ans Ende. Ja, doch, das passt. Das kommt dann ins Waschbecken. Ja, das würde funktionieren. Jetzt ist die Frage, ob wir es auch mit weniger schaffen können. Schaffen wir es mit nur zwei Ventilen? Ich mach nochmal kurz weg. Schaffen wir es mit nur zwei Ventilen irgendwie, dass das Wasser da dann reinfließen wird? Können wir das hinkriegen? Können wir. Weil ich habe nicht einen Fehler gemacht. Ist nämlich besser, wenn wir am Anfang doch nach links gehen und diesen Weg hier einschlagen, wo dieses Ventil hier liegt. Genau. Weil da können wir ja auch nach oben gehen. Und dann gehe ich nämlich da so entlang und dann hier so außen rum. Erstmal da so rechts oben und dann gehe ich da nach links über den Weg und dann mache ich noch das hier wieder auf und dann bin ich auch am Ziel. Okay, deswegen, das haben wir jetzt auch gefunden, diese Möglichkeit, mit sogar nur zwei Ventilen. Und das geht. Das klappt auf jeden Fall. So, jetzt noch dann die nochmal krassere Frage. Schaffen wir es sogar, mit nur einem einzigen Ventil ans Ziel zu kommen? Das glaube ich jetzt eher weniger, aber ich probiere es mal, ob ich das irgendwie hinkriegen kann. Ich meine, wenn wir am Anfang nach rechts gehen, dann muss ich ja, nachdem ich das geöffnet habe, das nächste auch direkt öffnen. Und dann habe ich schon verloren, weil ich ja jetzt mal ausprobieren will, ob es auch mit einem geht. Deswegen, das kann nicht sein. Wenn ich da komplett nach links gehe und ich diesen Weg hier entlang gehe, mit dem muss ich danach das öffnen, dann habe ich auch schon verloren. Und wenn ich eben wieder denselben Weg gehe wie gerade eben, also das hier nehme, komme ich jetzt von hier auch schon irgendwie zum Ziel, ohne ein weiteres Ventil überhaupt öffnen zu müssen? Das schaffe ich nicht. Nein, das geht nicht. Nee, es geht nicht. Deswegen, das ist die beste Möglichkeit mit diesen beiden hier. Weniger geht nicht. Und das ist auch die beste Anordnung. Weil das ist auch die einzige Möglichkeit, wie es mit zwei Ventilen geht. Für alle anderen Lösungsmöglichkeiten brauche ich mehr als zwei Ventile. Deswegen dürfte es eigentlich dann passen. Ja. Ja. Nehmen wir. Well, here's
I guess. Yay! Layton's apprentice saves the day. Okay. Stimmt, genau. Und nun gehe ich waschen. Okay, kann man auch nochmal hier schön dann den Weg des Masters verfolgen. Ist ein ziemlich komplizierter Weg, aber es klappt auf jeden Fall so. Und dann können wir uns da eben endlich mal wieder waschen. Nach irgendwie 2 Wochen oder so anscheinend. Okay. Gut gemacht. Ich dachte schon, ich hätte euch dran gekriegt, aber ihr seid einfach zu gewitzt. Naja, manchmal verliere ich und manchmal gewinnen die anderen. Okay. Gut. Haben wir ja auch wieder einen sehr, sehr ereignisreichen Part hier, vor allem wegen dem Absturz gerade eben noch. Echt sehr, sehr interessant. Gut. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Ich werde, glaube ich, schon mal wieder zurückgehen, dass wir dann wieder oberhalb sind und dann dort beim nächsten Mal weitermachen können. Genau. Beim nächsten Mal auf jeden Fall werden wir dann eben erstmal noch in die Pension zurückgehen, wenn das schon Layton angedeutet hat. Und da ist noch was. Okay. Wenn das schon Layton angedeutet hat, dass wir das doch machen sollen. Am besten. Werde ich dann auch wirklich auch tun. Und auf dem Weg werde ich aber trotzdem wieder mit den ganzen Leuten sprechen, denn wir haben ja wieder ein komplett neues Kapitel hier betreten und das alte eben abgeschlossen. Deswegen kann es jetzt sogar sein, dass die Leute wieder neue Rätsel für uns haben und das möchte ich dann eben beim nächsten Mal noch genauer austesten. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.